Eine Bombe werfen oder? Nein, 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 einfach nein. Ich drehe noch durch, ich werde wahnsinnig. Wahnsinnig sind Sie, ja? Sie beschreiben jetzt hier im Fernsehen die Möglichkeiten der deutschen Polizei zur Abwehr von Gefahren bei der Europameisterschaft und Sie liefern die Anleitung gleich mit, indem Sie noch einen Experten hinten dran bringen, der sagt, was die Lücken des Systems sind. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es geht um Drohnen. Die große Gefahr dieses Jahr bei der Fußball-Europameisterschaft. Und sie haben nichts Besseres zu tun, als ihre ganzen Karten im Fernsehen zu verraten. Wir fangen hier direkt mal an mit unserem Minister, der den Rechtsstaat AD legen möchte. Den Rechtsstaat ad acta legen. Ad acta legen möchte, sorry. Schauen wir doch mal rein, was Herbert Reul zu den Drohnen bei der Europameisterschaft zu sagen hat. Wie Innenminister Reul mit der neuen EM-Drohneneinheit ausgetauscht. Weil es eine Gefahr gibt, die vorher gar nicht da war, die heißt, mit Drohnen kannst du heute Menschen gefährden. Was machen wir eigentlich, wenn eine Drohne ins Stadion kommt? Da kann ich heute sagen, da sind wir super gut vorbereitet. Super heißt nicht 100%, sowas gibt es nie. So, und weil das Ganze noch nicht schlimm genug war, was er hier alles wieder von sich gegeben hat, zeigen wir hier nochmal, was danach im Beitrag gesagt wurde. Wenn in München nächste Woche die Europameisterschaft startet, hat die Extra-Drohneneinheit eine besondere Technologie im Stadion. Dieses Gerät kann mit elektromagnetischer Störstrahlung Drohnen stoppen und kontrolliert zur Landung bringen. Die Polizei fährt zur Heim-EM voll auf. Rund 2000 Polizisten werden bei einem Spieltag in München im Einsatz sein. Ja, also man verrät wieder die ganze Polizei, man verrät die Einsatztaktik, wie viele Polizisten überall sind. Jetzt geht es allerdings noch weiter. Sie sind jetzt so clever gewesen und haben das Ganze dann auch den Journalisten richtig demonstriert. Es gibt hier noch einen weiteren Beitrag. Demonstriert wurde der Einsatz von einem Spezialgerät, einem sogenannten Drohnenjammer. Damit kann ein Polizist die Steuerung von Drohnen, die sich im Anflug befinden, übernehmen und dann das Fluggerät zur Landung zwingen. Man erhofft sich mit diesem Jammer Störaktionen von Privatpersonen oder gar Terrorangriffe per Drohne abwehren zu können, indem man bereits den Versuch eines Überflugs über Stadien unterbindet. Und man hat jetzt so ziemlich alles gesehen, wie sie das machen mit diesen Drohnen. Ja, also es gibt auch außerhalb dann der Stadien Flugverbotszonen. Dann gibt es in den Stadien diese Jammer, um diese Drohnen herunterzuholen. Und dann hatten sie nichts Besseres zu tun, als bei Weltfernsehen einen Terrorexperten einzuladen aus Wien, der hier dann nochmal den Finger in die Wunde gelegt hat und gesagt hat, okay, also wie groß ist denn eigentlich die Bedrohung von Drohnen in der Wirklichkeit? Nun, es gab in der Vergangenheit immer wieder Drohungen seitens des IS, dass man Drohnen zum Einsatz bringen könnte. Und zusammengedacht mit den technischen Möglichkeiten, die es derzeit gibt, auch mit den günstigen Modellen, die man auch handelsüblich erwerben kann, ist das eine eminente Bedrohung aus meiner Sicht. Ja, sie ist immanent. Jetzt ist darauf eingegangen worden, was denn das deutsche System hier kann. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, State of the Art hier einer Drohnenüberflugsmöglichkeit etwas entgegenzuhalten. Es gibt, das muss man auch dazu sagen, Möglichkeiten, ein Signal von Anfang an zu unterbrechen. Es gibt Möglichkeiten von Flugverbotszonen. Es gibt vielfältige Varianten, wie man hier vorgehen kann. Das im Beitrag gezeigte Verfahren gilt eigentlich als das sicherste. So, das deutsche System ist State of the Art, aber es gibt wie immer einen Haken. Es gibt nicht nur bei den Deutschen immer einen Haken, es gibt bei so Sachen immer einen Haken. Schaut ihn euch ganz genau an. Hat aber natürlich auch die Konsequenz, dass man hier sehr, sehr viel an Material und an Personal aufwenden muss, um gegebenenfalls einem Drohnenschwarm etwas entgegenzusetzen. Oh, es ist personal- und materialintensiv, wenn wir einen Drohnenschwarm abwehren müssen. Okay, darüber hat wohl sich keiner Gedanken gemacht. Ich finde es viel beschämender, viel schlimmer, dass wir diese ganzen Informationen hier einfach frei im Internet verfügbar haben, dass du und ich, dass wir schon wissen, mit welchen Mitteln sie versuchen, Drohnen von den Stadien fernzuhalten. Sowas müsste gehütet werden wie ein Staatsgeheimnis, zumindest bis die Veranstaltungen jetzt alle rum sind. Nein, sie zeigen es vorher auch noch Journalisten, das heißt, ich habe jetzt noch nicht gesucht danach, aber ihr könnt ja mal einen Screenshot machen von diesem Jammer, den er in der Hand hat. Und dann macht ihr mal eine Bildersuche bei Google und dann werdet ihr wahrscheinlich in weniger als 30 Minuten die technischen Spezifikationen dieses Gerätes haben. Und es ist ein, also Leute,
ihr seid die Polizei, ja, und der Innenminister. Dinge, die Rückschlüsse auf eure Arbeit ziehen, habt ihr die Klappe zu halten, ja? Nee, sonst gibt es immer nur die Antworten der Regierung, aus Gründen des Staatswohls wird nichts geantwortet. Aber hier vor Fernsehjournalisten, hier werden alle Karten auf den Tisch gelegt, hier werden Zahlen genannt, wie viele Polizisten irgendwo im Einsatz sind. Hier wird demonstriert, wie das Ganze funktioniert. Und Herr Reul hat einen entscheidenden Punkt hier vergessen oder die Polizeibehörden als Ganzes. Es ist ja schön, dass wir mit diesem Jammer dieses Ding hier landen können, gezielt in einem Fußballstadion. Wenn wir aber davon ausgehen, dass die Bedrohung die Ladung ist, die diese Drohne mit sich führt, und zwar eine Sprengstoffvorrichtung zum Beispiel. Eine Bombe werfen oder? Ja, das können Sie täglich im Fernsehen nehmen, was Drohnen heute alles können. Die können Sachen transportieren, damit können die gefährlich werden. Dann ist es vielleicht keine so gute Idee, die im Stadion landen zu lassen, aber eine andere Möglichkeit hat man hier nicht bei der EM. Das heißt, alle Drohnen, die reinkommen ins Stadion, werden dann runtergeholt, wenn sie denn überhaupt hineinkommen. Aber da gibt es findige Internetforen, findige Technikleute, wer das will, der kommt überall rein. Auch die Flugverbotszonen hier in Berlin-Mitte, ja, dass ich mich nicht lache, die sind eingezeichnet auf der Karte, starten kann ich meine Drohne trotzdem. So viel zu dem Thema. Ich bin gespannt, mit wem sie hier kooperieren. DJI, den Chinesen schon wieder. Also muss ich ja immer lachen. DJI sind hier in der Ukraine sehr aktiv, vor allem auch auf der russischen Seite aktiv. Und es gibt überhaupt keine Diskussion bei uns über diese Firma. Die verlangt mit ihrer Software von den Drohnen immer zu wissen, wo alle Drohnen fliegen. Das heißt, wenn ich meine DJI-Drohne starte hier in Berlin, dann wissen die Chinesen davon in Echtzeit. Sie haben die GPS-Daten, sie wissen die Flughöhe, sie können auf die Kamera zugreifen. Das ist halt chinesische nachrichtendienstliche Arbeit. Deswegen, die besten Bilder für die ganze Welt dürften bei den Chinesen liegen. Jetzt haben aber unsere Polizisten unsere Karten auf den Tisch gelegt. Und ich bin gespannt, was es für Bedrohungsszenarien gibt. Wir haben jetzt schon einige durch. Wir hatten den islamistischen Terror, die ganzen islamistischen Messerattacken. Jetzt habe ich euch die Drohnen gezeigt. Und wir kommen in einem Extra-Video nochmal zu den Hooligans, zu den europaweit tätigen, aktiven Hooligan-Szenen, die sich wirklich die Köpfe einschlagen wollen. Es gibt hier konkrete Bedrohungen, konkrete Termine, aber dazu kommen wir wann anders. Schreib mir mal deine Meinung über die durchaus weitreichenden Informationen der Polizei, was ihre Drohnenabwehr angeht. Siehst du das wie ich, dass sie hier zu viel verraten haben und besser die Klappe gehalten hätten? Oder sagst du, das gehört zur Öffentlichkeitsarbeit dazu? So etwas schafft Vertrauen in Sicherheit. Schreib mir einen Kommentar unter dieses Video. Abonniere diesen Kanal. Abonniere am besten noch meinen Telegram-Kanal, dass du nichts verpasst. Und schau mal auf meinem Zweitkanal vorbei. Da gibt es auch wieder ein neues Video. Die größte Gefahr für die AfD. Damit bis bald.